Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Update-Video. Und zwar ist jetzt heute am 10. April der Pferdeshop neu rausgekommen. Und da ich auf zwei Accounts den Zugriff darauf habe und mir mit meinem einen Account davon eigentlich auch ein Pferd nochmal kaufen wollte, habe ich gedacht, probiere ich das mal über diesen neuen Pferdeshop aus. Ja. Also ich schwanke gerade noch so zwischen ein paar Pferden. Auf jeden Fall können wir hier erstmal gucken. Hier haben wir einmal eine Auswahl der Rassen. Dann können wir uns hier halt auch nochmal auf die Rassen beschränken. Ich schwanke gerade tatsächlich so ein bisschen zwischen zwei Pferden. Und zwar einmal ein Jorvikisches Urpferd. Da können wir allerdings gerade nur diese zwei Kandidaten hier kaufen. Was jetzt aber nicht so meine Top-Favoriten wären. Aber. Hier vom Tennessee Walking Horse wollte ich dieses Kerlchen hier tatsächlich ganz gerne schon ein bisschen länger haben. Deswegen, ja, kaufe ich das jetzt mal über den Global Store und habe mir gedacht, ich nehme euch dabei mit. Behalte ich. Ja, die möchte ich behalten. Gott, wie nenne ich das denn jetzt? Verdammt. Chip ist doch ganz gut. Chip finde ich schön. Es heißt jetzt Chip. Nein. Dann zieht Chip jetzt einmal ein. Ja, funktioniert dann an sich jetzt eigentlich schon. Genau wie das normale Kaufen auch. Und das ist ein richtiges Pferdekraftvideo. Das gucken wir uns jetzt Chip nochmal an. Ja, hier haben wir den kleinen Chip. Schauen uns als erstes die Putzanimation an. Ich finde es immer schön, wie den Huf reinkratzt. Dann haben wir das Level Up. Und dann gucken wir uns direkt den Schritt an. Ich mag die Tennessee Walkings, also es ist halt unheimlich gerne. Ich liebe die Farbe, ich mag dieses Gespottete bei ihm sehr gerne. Ist so süß. Ich finde die Blässe auch toll mit dem Punkt nochmal da drauf. Ich habe jetzt gar nicht die Beschreibung bei dem vorgelesen. Egal. Tennessee Walker sind jetzt ja nicht so neu. Dann haben wir noch einmal den schnellen Galopp. Oh, Bremsung ist nicht drin heute. Doch, macht er auch. Rückwärts und das Steigen. Natürlich schauen wir uns auch noch das Springen an. Hui. Ja, das ist dann das Pferd. Jetzt habt ihr einmal zumindest gesehen, wie das mit dem Pferdeshop funktioniert. Finde ich an sich eigentlich ganz cool, wenn man jetzt nicht überall hinrennen muss. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wo die Tennessee Walking Viecher hier stehen. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Gadget, was mir recht gut gefällt. Deswegen bedanke ich mich bei euch nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.